Hey Peeps, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge City Skylines, wenn ich gerade noch kurz wieder darüber rede. Und ihr werdet sicher denken, Nanu, was ist denn hier los? Schneemänner, Schnee, was ist passiert? Ist es eine neue Karte? Nein, es ist nicht. Die Sache ist nämlich die, ich habe die ganze Folge eigentlich schon mal aufgenommen. Deswegen, ja, wer schon gründlich in den Hintergrund guckt, der wird ja vielleicht die eine Sache erkennen, dass es schon die eine Sache steht, die euch alles in der letzten Folge platziert, die ich schon aufgenommen habe. Allerdings war ich nicht zufrieden, weil es halt so ein bisschen so eine Winter-Weihnachtsfolge sein sollte und es halt Sommer war. Ich meine, wir haben zwar draußen jetzt auch, grün ist es auch nicht wirklich, es ist eher grau draußen, mehr draußen als grün, aber hier war es halt grün und ich fand das einfach nicht schön, deswegen habe ich in den Workshop geguckt. Ich hatte anderen Mods schon drauf, die hat nicht ganz funktioniert, weil ich aufgrund des Temperate Themes nicht das Snow Theme auswählen konnte. Deswegen habe ich noch einen anderen Mod runtergeladen, der hat mir erlaubt, als ich das Spiel geladen habe, das Schneethema auszuwählen. Dann hatte ich erst das Problem, dass hier lauter Streifen waren. Also da hatte mal grüne Streifen und dann weiße Streifen und dann bin ich nochmal reingegangen, habe nur den anderen Mod geguckt. Und dann konnte ich das Schneethema auswählen und seitdem sieht das jetzt so aus. Ja, ich habe hier vorne an dem Eingang hier ein paar Schneemänner platziert. Da sind ein paar, die zur Ausfahrt winken. Das ist eine sechsspurige Straße. Hier hinten ist unsere Autobahn. Da ist unser italienisches Landwirtschaftsgebiet. Und wir gehen jetzt einfach mal durch unsere Stadt durch. Denn wir haben hier die große sechsspurige Straße. Wir scheinen mit 50 km/h zu laufen. Und jetzt sind wir knapp langsam als alles, was mit 60 km/h unterwegs ist. Und wir sehen ja vorhin schon eine ganze Menge Ski-Lodges. Jedenfalls, ich hatte noch aus dem Workshop zwei weitere Tannenbäume geholt. In der Hoffnung, dass die gut aussehen. Einer ist der hier, der jetzt tatsächlich im Sommer schöner aussah, ohne den ganzen Schnee. Im Sommer, also der war so wirklich, im Sommer sah das schöner aus. Und dann, wir schauen mal ganz kurz zum anderen. Wobei, bei dem muss man wirklich sagen. Okay, bei dem muss ich sagen, der sieht. Ja, eigentlich immer noch fast genauso aus wie vorher. Man sieht auch, glaube ich, so ein bisschen, dass diese Bäume nicht darauf aufgelegt sind, schneebedeckt zu sein. Und der ist hier so mehr oder weniger drüber gesetzt. Aber das hier. Der hier, der ist aus dem Snow Day, den ihr jetzt seht. Den habe ich auch in der letzten Folge gebaut. Aufgestellt. Wir gehen mal in eine andere Perspektive. Schauen uns das Ganze von hier an. Den habe ich tatsächlich in der Folge, die ich schon aufgenommen hatte, dann hingesetzt, auch weil das ist das Einzige, was ich zu weit aus dem Schneethema hier noch bauen konnte, von den Wundern. Also Wunder jetzt in Anführungszeichen, jetzt sieht sogar noch die Sonne runter. Ist das nicht schön? Ich bin echt mal gespannt, wie es jetzt über Nacht aussieht. Ich glaube, ich hatte nur tagsüber gesehen, nicht nachts. Das rote Licht. Wird langsam dunkel. Die ersten Polarlichter kommen. Ich finde, das könnte man jetzt hier einmal ganz kurz auf sich wirken lassen. Einfach den Baum, die Polarlichter dahinter. Schön. Wir gehen mal erstmal hier noch die Straße ein bisschen weiter ab, denn wir haben hier unsere Ski-Lodges, die vielleicht der eine oder andere auch schon aus dem Snowy DLC kennt, falls sie selbst gespielt hat. Hier vorne haben wir ein paar Parks, die haben wir hier einmal drumherum gebaut. Überall hier haben wir noch eine Feuerstelle. So, währenddessen hier nochmal eine schöne Eisskulptur im Hintergrund der anderen Baum bei Nacht. Ey, man kann echt sagen, was man will, ne? Also ich finde das jetzt gerade schön. Das hier Schnee, das Licht, Polarlichter. Ich finde, das hat eine ganze Menge. Hier laufen noch ein paar Schlittschuhe. Einer lernt gerade Schlittschuhe laufen. Ich weiß nicht, was der vorne mit dem Werkzeug davon möchte. Und auch Ski-Lodges. Hier kann man Snowmobil fahren. Was auch schon der eine oder andere tut. Ja, und nochmal ein Eiskulpturpark. Ich habe auch ein paar Mal dasselbe verwendet. Jetzt habe ich. So. Jetzt habe ich tatsächlich doch irgendwo was gepasst. Ach genau, hier. Hier hinten könnte Ski laufen. Wer mag. Platz hier zum Skilaufen. Und ansonsten, genau, das hier ist das ganze Gebiet. Das
Sache ist, wir können jetzt letztendlich sogar tatsächlich auch noch ein paar mehr Wunder aufbauen, wenn wir dann das Geld hätten. Zum Beispiel das Snow Castle Restaurant, wofür uns noch 100.000 fehlen. Die Sache ist eigentlich auch, wir haben hier gerade nicht die Chance, uns irgendwie nochmal 100.000 zu leihen, aber 80.000. Immerhin, auch wenn wir natürlich wieder ein bisschen was zurückgeben mussten, was das Ganze reduziert hat. Das ist soweit alles, was ich zum Beispiel bauen konnte. Und jetzt hätte ich zumindest auch gerne noch das Snow Day Restaurant, was sehr, sehr groß ist. Alter Vater. Wir nehmen mal die Straße hier weg. Dann, genau, können wir das zumindest schon mal hier hinstellen. Dann müssen wir mal gucken, dass wir den Tannenbaum... Stellen wir mal hier vorne hin, das dürfte immer noch passen. Jawohl, wir lassen mal... Wir lassen das Ganze mal schnell simulieren. Die Tage und Tag und Nacht dürfte... Weiß nicht, bis es länger wird. Strom einmal ganz kurz. Für alle und dann geht es eigentlich noch warten auf das... Passiert hier gerade irgendwas? Nee, hier steht nur... Steht nur eine Person drumrum. Ja, ansonsten ist hier nichts. Das war schief. Ansonsten ist hier nichts. Es ist tatsächlich auch mehr so... Urlaubsgebiet. Ich will hier noch ein bisschen Wohngebiet, ein bisschen... Gewerbegebiet hinbauen, damit hier nicht einfach nur alles so Attraktionen sind, sondern noch ein bisschen das Ganze mit Leben gefüllt wird. Ich denke, damit können wir doch eigentlich gleich nochmal anfangen. Das Thema für hier hätte ich allerdings auch ganz gerne. Schauen wir mal, ob wir hier irgendwas Schönes haben. Es gibt ein Winterthema, das habe ich gesehen. Ich fand das jetzt aber allerdings auch nicht so unbedingt. Wir können... Ja doch, wir nehmen einfach mal das European Theme. Hier Art Deco. Doch, die haben wir auch. Genau, die haben wir hier sogar. Wollte ich schon sagen. Nehmen wir einfach hier das europäische Thema. Für unsere kleinen Gebäude, weil ich wollte jetzt keine großen Gebäude hinsetzen, sondern mehr nur, dass hier so das kleine Außenort haben. Wo hier so ein paar, wo es hier so ein paar Möglichkeiten gibt, noch zu wohnen. Ansonsten so nebenbei. Wir müssen eigentlich immer weiterlaufen lassen. Damit doch noch Geld ein bisschen rankommt. Hier außen nicht, wobei hier schon. Ne, da nicht. Hier auch nicht. Ansonsten lasse ich mal bis auf die Straße außen, lasse ich das soweit. Hier vorne, genau, hier vorne kommt es hin. Kommt das Gebäude hin, haben wir ja gesehen. Hier neben können wir welche wohnen. So, machen wir das soweit hier. Dann hier noch. Wir machen sie vielleicht jetzt hier auch alle einzeln. Das war eine ganze Menge Klickarbeit, aber... Ich denke, im Großen und Ganzen ist das soweit schon... in Ordnung. Also die Straßen kann auch jemand wohnen. In der Planung. Ist auch, weil das Ganze hier auch wirklich mit verschiedenen Rastern gebaut ist. Die Kurven sind komplett unterschiedlich ausgelegt. Ich habe die Zeile, die Straßen hier eigentlich quasi fast schon zufällig hier reingebaut. Deswegen sieht das Ganze auch so ein bisschen von den Feldern her so komplett zerwurstet aus. Aber ich finde das tatsächlich eigentlich sogar ganz schick hier. Zugegebenermaßen. Was ich jetzt eigentlich nicht ganz so schick finde, ist, dass wir schon anscheinend irgendwie unsere gesamte Nachfrage verloren haben. Sammelskill ist aber soweit alles in Ordnung. So, jetzt könnten wir das Wunder bauen. Das ist ein Anführungszeichen Wunder. So, und dazu müssen wir jetzt nochmal kurz Strom hier ransetzen, damit wir Strom liefern. Ah doch, hier hinten bauen sie. Das ist gut. So, wir gehen mal ganz kurz wieder auf normale Geschwindigkeit. Gehen in die Ego-Perspektive. Und schauen uns jetzt mal das Castle nochmal an. Weil das habe ich tatsächlich so auch noch nie gemacht. Winter Diner. Von außen sieht es aber definitiv dann doch schon ganz schick aus. Gehen wir mal hier hinter. Gut, hier hinter ist jetzt Abstellplatz. Hier gibt es tatsächlich nicht allzu viel zu sehen. Können wir hier auch noch rein? Das Ganze mal von innen begutachten. Ist auch wieder schön bei Nacht von hier da. Ist das schön? Ist das schön, Freunde? Ist das schön?
Es ist schön hier. Ich kann sagen, es ist ein Glück. Guck mal, wenn man sich, wenn wir uns hier auf die Bank setzen. Schönen Blick. Auf den Tannenbaum. Ist das schön? Ist das schön? Ist das schön? Ist einfach nur schön. Können wir jetzt noch irgendwas anderes bauen? Ne, können wir nicht. Wir brauchen ein Spa-Hotel. Schauen wir mal kurz nach. Spa. Deep Space Raider. Das brauchen wir nicht. Das Spa-Hotel. Dazu müssen wir eine ganze Menge mehr Schnee ansammeln. Wir sind fleißig dabei, Schnee einzusammeln. Die werden, stehen hier übrigens da, wo auch unsere Müllverbrennung ist. Die zwei Schneedeponien. Fürs Erste. Einmal hier und einmal hier. Wir sind fleißig dabei zu sammeln. Hier blinkt alles so schön. Und ansonsten gibt es noch irgendwas, was wir so auf die Schnelle bauen könnten. 20 Trams, da kommen wir nicht so schnell hin. Da auch nicht. Only Boiler Stations, ja, aber da müsste ich, hätten wir, warte mal, wie viel kostet das? Ne, wobei, mir fällt gerade ein, das war auch genauso, weil die Geothermal Plants, die haben dafür gesorgt, dass ich den Weihnachtsbaum kriege. Dazu müsste ich dann 100% mit dem wirklich versorgen können und das kann ich aktuell nicht machen, wir haben hier einen Güterzug. Holzzug. Gut, sieht irgendwie ein bisschen verquert aus, aber ist okay. Ich denke einfach mal, wir lassen jetzt das ganze Mädchen in Ruhe. Wir machen hier auch einfach jetzt eine kürzere Folge. Hat sich auch schon, jetzt so tatsächlich auch schon kürzer. Nochmal ein Überblick über das gesamte Gebiet, das eine oder andere Häuschen, was hier bereits gebaut wurde. Und ich bedanke mich an dieser Stelle recht herzlich fürs Zuschauen. Mich würde es euch freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Und bis dahin, gehabt euch wohl und ich wünsche euch frohe Weihnachten.